Herzlich willkommen beim 4T Aktiencheck. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, denn in diesem Video stelle ich Ihnen eine besondere Aktie vor, die im 4T Asset Oscillator enthalten ist, nämlich die UPM Kymmene Aktie. Spannender Titel, spannendes Video. Schauen Sie rein. Und zwar geht es darum, ich will hier Anleger aufklären und die, die sich interessieren, wie ich mein Geld anlege. Und zwar habe ich den 4T Asset Oscillator, das ist ein Anlagezertifikat, das an der Stuttgarter Börse platziert ist. So lege ich mein Geld an. Es ist eine saisonale Anlagestrategie, das heißt von Herbst bis Sommer ist ein reines Aktienportfolio investiert und in der Zwischenzeit in den gefährlichen Monaten Anleihen. Und diese Aktien stelle ich hier vor. Heute geht es um UPM, aber bitte den Disclaimer beachten am Ende des Videos. Das ist keine Anlageberatung. Ich erkläre hier nur, wie ich mein Geld anlege und wie der 4T Asset Oscillator investiert ist. Wenn Sie auf die Homepage gehen, www.asset-oscillator.de, dann kommen Sie auf die Homepage, die sich jetzt auch hinter mir aufbaut. Und dann sehen Sie hier den Punkt Portfolio. Wenn Sie da drauf drücken, landen Sie auf dieser Seite. Und hier ist das Portfolio des 4T Asset Oscillators. Zwischen Herbst und Sommer ist ein reines Aktienportfolio. Da sehen Sie hier alle Aktien, in die ich investiert habe. Und ich erkläre Ihnen jetzt, warum die UPM Kymmene Aktie. Wenn Sie hier drauf drücken, dann landen Sie automatisch bei UPM auf der Homepage. Und da sehen Sie, was machen die. Also Sie sehen schon mal, es ist nachhaltig. Die sind als einziger Repräsentant der Industrie im weltweiten europäischen Dow Jones Sustainability Index, Nachhaltigkeitsindex. Also es ist ein sehr, sehr nachhaltiges Unternehmen, das Stoffe herstellt, die nachwachsend sind, hauptsächlich aus Holz, weil die UPM ist ein finnisches Unternehmen, hat eine der größten Waldbestände in Europa. Das heißt, die machen zweierlei. Einmal stellen sie nachhaltig Produkte und Werkstoffe her, die recycelbar sind. Und auf der anderen Seite pflegen sie einen riesen Waldbestand und tun damit natürlich auch was fürs Klima. Deswegen habe ich die mit reingenommen. Tolles Unternehmen. Wir schauen noch mal ganz kurz so auf die Homepage. Was machen die? Zellstoff, Schnittholz, Holzbeschaffung, Forstwirtschaft, Energie, Etikettenmaterialien, Druckpapier, Sperrholz, Biokraftstoffe, Biochemikalien, Biomedizin, Bioverbundstoffe, also alles, was man aus dem Holz, aus dem Wald machen kann, stellen die her und alles in einer Kreislaufwirtschaft. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich denke, ich wundere mich immer, dass immer noch Produkte hergestellt werden, wo dann ein Haufen Verpackung ist, das irgendwo weggeschmissen wird ins Meer oder was weiß ich. Also das kann man es nicht leisten. Ja. So muss es laufen. Also es muss Kreislaufwirtschaft geben, dass eben die Umwelt nicht belastet, auch unsere Gesundheit nicht belastet wird. Denn wenn ich irgendwas verbrenne, den Dreck atme ich mit ein. Wenn ich es ins Wasser schmeiße, dann kommt es nachher wieder übers Trinkwasser irgendwann zurück. Insofern halte ich das Unternehmen für einen ganz, ganz wertvollen Bestandteil, einen grünen Bestandteil fürs Portfolio des 4T Asset Oscillators. Schauen Sie sich die Homepage in Ruhe an. Tolles Unternehmen, ein finnisches Unternehmen. Und das sehen Sie auch anhand hier der ISIN. Wenn Sie hier auf die ISIN drücken, FI heißt Finnisch, dann landen Sie automatisch bei OnVista. Wenn Ihnen OnVista nicht gefällt, wissen Sie, einfach kopieren und in Ihre Lieblingsplattform eingeben. Ich benutze gerne OnVista und da sehen Sie schon mal ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15. Das ist ein Value-Titel. KGV von 15 ist richtig günstig im Moment bei dem Zinsniveau. Und jetzt kommt es nicht nur günstig eingekauft, nein, auch noch ein Dividendentitel. Das heißt, auch wenn ich die Dividende als zukünftige Einnahmen als Wert betrachte, habe ich einen Value-Titel. 5,17% Dividende schütten die aus. Dann gucken wir mal, wie hat sich das entwickelt. Also wir haben jetzt für das kommende Jahr ein KGV von 15. Letztes Jahr hatten wir 46. Da gab es einen Rückgang am Gewinn. Ja, da waren 22 war 2,86, da war ein Rückgang. Wahrscheinlich Investitionen, neues Werk ausgebaut, weiß ich jetzt nicht genau. Aber wenn wir hier sehen, der Gewinn wächst, es ist immer Gewinn da, es ist kein einziges Verlustjahr da gewesen. Der Gewinn wächst stetig, aber
nicht so stetig wie in Stufen gleichmäßig, sondern er geht mal Schritte voran, dann geht er wieder zurück, dann geht er große Schritte voran, wie Sie hier sehen, 129% Gewinnwachstum, also mehr als Verdoppelung des Gewinns, dann natürlich ein bisschen ruhiger, wieder ein Rückgang, dann wieder fast eine Verdoppelung jetzt in 2024. Und das heißt, da habe ich jetzt zwei Sachen. Ich habe einen Value-Titel über die Dividende und den Einkaufskurs. Und wenn diese Prognosen einigermaßen hinkommen, dann geht auch der Kurs noch zusätzlich nach oben. Das heißt, ich habe hier ein Value- und ein Growth-Titel in einem, also ein Blend-Titel. Das, wovon Anleger träumen, sage ich mal. Und dann noch mit einem so grünen Geschäftsmodell. Ich denke, überhaupt, wenn man über die Weltwirtschaft nachdenkt, die Weltwirtschaft wird wachsen, aber nicht so viel. Es wird eher Verdrängung geben. Alte Produktion, alte Produkte, besonders die umweltschädigen, werden abgelöst von anderen. Und solche Unternehmenszweige werden extrem wachsen, werden andere, gerade die auf Ölbasis sind, dann eher schrumpfen werden. So, dann haben wir Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,63. Also ich kaufe den Wald auch noch wirklich günstig ein und die Produktion stecken und die Produktionsstätten und Maschinen kaufe ich recht günstig ein. 1,63 ist wirklich günstig, also ein Value-Titel. Eigenkapitalquote 64%, das ist schön. Also über 50% ist ein gesundes Unternehmen. Bei 40 wird auch keiner was sagen. Da kriegt man auch immer wieder Geld, wenn man mal irgendwie ein neues Werk ausbauen will, sich finanzieren möchte. Wenn es mal unter 20 ist oder bei 20, dann wird es ein bisschen enger mit neuen Geldaufnahmen, also über Anleihenausgabe oder über Kredite bei der Bank. Aber bei 64% steht das Unternehmen gesund da, muss man ganz klar sagen. Ganz sehr schön. Und dann schauen wir uns noch die Eigenkapitalrendite an. 23 nicht so gut, 3,26. Aber wenn wir mal schauen, die Gewinne steigen und fallen ja ständig. Das heißt, ich habe hier eine Eigenkapitalrendite schon eher im zweistelligen Bereich langfristig, was ich hier erwarten kann. Also ein spannendes Unternehmen, sehr grünes Unternehmen, super gut fürs Portfolio, schöner Ausgleich auch zu den erneuerbaren Energien. Und jetzt schauen wir uns mal an, wer da noch so investiert ist. Sie wissen ja, dass mich das immer interessiert, wer ist da noch investiert, damit ich mal den einen oder anderen Fondsmanager fragen kann. Wir sehen hier Janus Henderson, eine mittelgroße Fondsgesellschaft, Norges Bank Investment, das ist wohl was Nordisches, kenne ich nicht. Aber auch der kanadische Pensionsplan ist investiert, das ist toll. Phil Investment International, BlackRock ist dabei, DWS, BlackRock, Invesco, Union Invest, also Vanguard ist auch dabei. Also da sind viele, viele große Fondsgesellschaften mit dabei, die haben das Unternehmen auch schon entdeckt. Auch deren Research sagt, das ist ein Unternehmen, das möchte ich gerne im Portfolio haben. Insofern befinden wir uns da mal wieder in bester Gesellschaft mit der Investition in UPM. Den Chart schauen wir uns auch noch an. Einfach nur so zum Spaß. Am Chart kann man ja leider nicht ablesen, wie es weitergeht. Ich kann höchstens so einen langfristigen Trend sehen. Das sieht aber jetzt nicht so toll aus. Das sieht eher aus wie eine Seitwärtsbewegung. Schaue ich mir das aber auf 10 Jahre an, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Dann sieht man hier schon, dass es bergauf geht. Ja, die 200-Tage-Linie geht auch nach oben. Allerdings jetzt so seit 21 eher in der Seitwärtsbewegung. Das wird wieder kommen, gerade wenn das Gewinnwachstum jetzt tatsächlich kommt und wir haben jetzt auch niedrigere Zinsen. Die hohen Zinsen haben hier belastet, gar nicht, weil es das Unternehmen belastet, sondern weil die Anleger alle vorsichtig waren. Und jetzt, wenn wir das Gewinnwachstum hinkriegen oder das Unternehmen hinkriegt, dann sehe ich hier auch wieder Sprünge nach oben. Ja, also das ist ein Unternehmen, habe ich gern beigemischt, finde ich ein ganz, ganz tolles, ganz, ganz tollen Bestandteil für den 4D Asset Oszillator. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Video.